Auch voll die dumme Umkleide. Also du kommst jetzt... warte, ich möchte das demonstrieren, ja? Warte mal. Okay, so, du kommst jetzt von der einen Seite, kommst du jetzt rein, ja? Ja, du kannst auch durchgucken. Ja, genau, ich möchte mich jetzt umziehen, ist egal, ich bin jetzt Mann, ne? Ja, lala, ne? Schönen Arbeitstag hier, mein Schmidt ja, ist der Ungekippte und bin jetzt umgezogen und jetzt gehe ich. Auf jeden Fall an der anderen vorbei. Und, oh, Möpse, ja, was ist das denn? Ich glaube, was ich meine, ist Human Fall Flat. Okay, sagt mir nichts. Das ist vom Style fast genauso wie Gangby. Nur, dass du halt so Rätsel lösen musst. Und so. Okay. Auch sehr lustig, weil das, wenn man sich sehr scheiße bewegen kann. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Oh, Officer Bowles ist tot. Sehr, sehr cool. Schluck dies, Officer Bolt. Was ist denn da draußen los? Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Wo denn? Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken gehen. Edward okay. Nigma, der Riddler. Ah, Edward Nigma. Dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Setze die Umgebungsanalyse ein, um die Lösung für Riddlers Herausforderung zu scannen und zu speichern. Okay, eben erst das Upgrade holen. War nix. Hörte okay. Sich komisch an, war aber nix. Waren bestimmt die Katzen oder so. Ich habe ein Upgrade und kann mir jetzt was aussuchen. Und irgendwo, was wollte ich denn haben? Also erstmal möchte ich ja hier mich beschweren, weil das mit dem Werfen funktioniert irgendwie gar nicht mit Umschalten. Und ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo-Einwurf-Angriff. Ah, okay, okay. Aha. Ja, man sollte das auch richtig lesen. So, umgekehrtes Ausschalten, das will ich gerne haben. Ja, das ist Spider-Man-mäßig von oben kommen. Das ist Control und rechts. Okay, gut. So, und jetzt hier Enigmas, Edward Enigmas, kurz Riddlers Rätsel. Setze die Umgebungsanalyse ein, um Lösungen für Riddlers Herausforderung zu scannen. Wir müssen, hier schneid dich nicht an dem... Ich sagte, schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. Scan. Schneid dich nicht an diesem scharf geschossenen Foto. So, Rätsel gelöst. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Ding, 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 ding. Was ist jetzt? Achso. Edward Nigma habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein mickriger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Okay, für die Lobby der Intensivbehandlung. Batman, ich wahrscheinlich. Bin hier drüben, ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Ja, ich bin hier drüben, ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Ja, schön, dass du jetzt auch kommst, du Wichser. Wo bin ich? Ach hier, okay. Das ist auch so krass, dass man so den ganzen Weg, den man im Intro gekommen ist, ne, dass man den, also man kam ja, ich glaube, man kam hierher oder von da vorne, man ging ja hier durch den Scanner auch durch. Ja. Ne, dass man diesen ganzen Weg auch wieder zurückgeht, finde ich mega krass. So, ist das jetzt hier, muss mal kurz auf die Map gucken, ist das die Lobby hier? Musst du den Weg zurückgehen? Ja, also ich muss ja immer noch mit meiner Schnüffelnase der Fahne folgen. Aber Riddler hat hier irgendwo, wo kann ich den denn aufrufen? Riddlers Herausforderung, da. Für die Lobby, wo wir jetzt sind, da, zack. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Aber nur einige sind sichtbar. Mhm. So. Was ist denn da für das Rätsel hier?
Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Einige oder eine? Ich hab's gerade nicht gesehen. Einige. Okay. Ist das, das ist doch bestimmt hier irgendwo in dem Raum oder so. Hallo? So. Ist wie ein Würfel, hat auch viele Seiten und nur einige sind sichtbar. Zum Beispiel. Wäre jetzt so eine Idee. Guck mal, auf dem Boden liegen auch ganz viele. Was? Gibt's irgendwas im Chat? Nee, ne? No. Keine Hilfe hier. Toll. Ab jetzt darf gespoilert werden. Ja, es darf geholfen werden, ne? Rätsel lösen ist immer Teamarbeit. Bitte Backseat Game, bis der Chat platzt. Da, was haben wir denn da? Moment, da müssen wir mal runter. Aha. Eine Filmrolle, Tonband. Ich glaube, das hat damit leider nichts zu tun. Oh, ein 8-Uhr-Band oder so. Wie hießen diese großen Aufnahmerekorde? Okay, das ist irgendwas, das hat nichts mit dem Rätsel zu tun. Oh, sie hört nicht auf. Oh, ah, sie, was haben wir angestellt? Sie hört nicht auf zu reden. Oh nein. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Ich gucke jetzt noch einen kleinen Moment und dann, wenn wir hier nichts finden, gehen wir erstmal weiter. Was ist denn das hier für ein Raum? Ist aber auch nichts, was mir so direkt ins Auge springt. Oh, was haben wir denn da? Warte mal. Ach so, nee, das ist einfach nur hier. Da kommt man hier einfach nur dadurch, okay. Geh doch mal in das Häuschen in der Mitte und mach mal. Ja, ich bin im Häuschen in der Mitte und was? Siehst du auf dem Fenster auf der Südseite ein Fragezeichen? Du bist ja lustig. Ich muss ja erstmal Süden finden hier. Ich lese dir das mal vor. Begebt euch zu dem Häuschen in der Mitte und aktiviert den Detektivmodus. Rechts findet ihr an der Seite ein Fragezeichen auf dem Fenster. Aber nur den oberen Teil. Der Punkt befindet sich auf einer Wand dahinter, etwas weiter rechts. Stellt euch so, dass es ein Fragezeichen ergibt und untersucht es dann. Okay. In dem Häuschen bin ich schon. Beziehungsweise auch mal ganz kurz raus. Aber kam das an, was ich gesagt habe? So vom. Ja, das kam schon an. Also im Häuschen. Ah, ich hab's gefunden. Oh, das ist aber dezent hier, ne? Wenn du jetzt mal guckst. Ah, ich sehe es, ja. Ja, und da vorne unter der Lüftung ist das Richtige. Da siehst du, so. Und, Moment, so wie ich das denn? Gedrückt halten, ne? Gedrückt halten. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Ah, jetzt wird es immer schwerer. Aha. So, damit haben wir Erfahrungspunkte gekriegt für unser nächstes Upgrade. Das ist doch schon mal etwas. Ey, da kommt, ganz ehrlich, das findest du doch nicht. Also es kam mir jetzt schon bekannt vor, aber ich glaube, das habe ich bestimmt gegoogelt. Ohne, sag ich mal so. Nee, also die Riddler-Rätsel sind echt knackig. Ich war auch teilweise sehr stolz, wenn ich welche gelöst hatte, ne? Ja, also das war jetzt nicht schlecht. Ja, gut, aber, ach nee, wo kommen wir jetzt hier raus? Wo war das jetzt? Ja. Und, da unten, da ging es weiter. So. Ach, da steht immer noch der Mann mit der Schrotflinte. Was ist das denn? Soll das Blut sein? Nee, das ist doch kein Blut hier, so schwarz. Ja, du kannst dich jetzt aus dem Weg verpissen.
Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das logisch war das auf keinen Fall als Rett. Das war eher so suchen und... das war schon schwierig, ne? Ja, also das hatte jetzt keinen logischen Hintergrund, dass man da durch das Fenster guckt, sucht und dann den Punkt sucht. Sie waren umgeben von Blackgate-Gefangenen. Das war schwierig. Sie haben jeden im Raum getötet. Ja. Fertig. Das war schwierig. Fliehe aus der Intensivbehandlung zur Oberfläche der Insel. Ich okay. Pass auf Maria auf. Das verspreche ich. So, ja, Tür öffnen und raus, oder was? Achso. So, hier haben wir jetzt schon zum Beispiel wieder, da steht so ein Fragezeichen von Riddler. Aber wie kommen wir denn da hin? Ah, das können wir hier schon wieder mit dem Schaum wegsprengen. Wenn wir doch den scheiß Schaum schon hätten. Ach, hast du noch gar nicht. Nee, ich weiß, ich habe auch kein Waffenrad gerade. Oh. Zumindest ist das mir irgendwie... Ich guck mal ganz kurz, nicht, dass ich das einfach nur Steuerung betrachte. Gadgets wählen. 1 bis 8. Toll. An der Maus nicht vergeben. Probieren wir mal jetzt hier aus. Ein Battering. Kannst du da nicht auf Rollrad legen oder so? Ja, aber also ich habe auch tatsächlich nur den Battering, sehe ich gerade. Also ich kann jede Taste drücken, bringt nichts. Ach so. Steuerung. Was ist denn auf dem Scrollrad überhaupt? Da ist nichts auf dem Scrollrad, oder? Sehe ich das falsch? Wenn das alle Einstellungen sind, dann nicht. Da, Scrollrad. Hm. Mit der Gadget-Sekundärfunktion und Cape-Betäubung ist wahrscheinlich drücken. Okay, aber Scroll... Ja, keine Ahnung. Wird schon alles richtig eingestellt sein, passt schon. Wir haben halt noch nicht das Gadget freigeschaltet. Stimmt, das kommt, glaube ich, erst ganz zum Schluss, dass das irgendwo hängt oder so. Irgendwie. Ganz zum Schluss? Also, was hat... Nee, ganz zum Schluss von dem Tutorial. So. Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Ja, links oder rechts? Also, Batman weiß gar nicht, was er tun soll. Oh. Oh. Ja, Batman ist moralisch gerade hin und her gerissen. Ja gut, wir gehen jetzt da lang. Weil, auch voll die dumme Umkleide. Also du kommst jetzt... warte, ich möchte das demonstrieren, ja? Warte mal. Okay, so, du kommst jetzt von der einen Seite, kommst du jetzt rein, ja? Ja, du kannst auch durchgucken. Ja, genau, ich möchte mich jetzt umziehen, ist egal, ich bin jetzt Mann, ne? Ja, lala, ne? Schönen Arbeitstag hier, mein Sprint ist der Ungekippte und bin jetzt umgezogen und jetzt gehe ich. Auf jeden Fall an der anderen vorbei. Und, oh, Möpse, ja, was ist das denn? Also die Konstruktion ist schon ein bisschen doof. So. Jetzt demonstriere ich wieder meine Stärke. Das ist auch so eine Cutscene, die einfach nach dem fünften Mal einfach nur stört. Genau, das könnte man schneller machen, wenn man es so zwei, dreimal. Ja. So eine schnellere Animation nehmen oder so. Ja, jetzt hier in der Höhle, hier kriege ich jetzt den Greifer, glaube ich. So. Wupp. Genau, und hier ist jetzt auch der Punkt, warte mal, wo wir tatsächlich, eigentlich müssten wir jetzt hier entscheiden können, ob wir gehen oder nicht. Ja, ich kann, so, irgendwo hier müsste das, genau, jetzt kommt eine Cutscene, warte mal. Diese Cutscene ist wieder in-game scheinbar, weil die Grafik besser ist. Hm, ja. Links Wayne Enterprises. Im Hintergrund. Und das, finde ich, ist diese besagte Mini-Open-World, die eben ein sehr cooles Gefühl vermittelt. Finde ich zumindest, weil halt... Oh, guck mal, da unten sind Heinis. Okay. Weil du halt hier dich frei bewegen kannst, aber trotzdem ist alles sehr klein gehalten. Warum habe ich immer noch nicht meinen Greifer bekommen? Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Bin ich jetzt enttäuscht. Genau, unklein für alle. Alles zusammenfassen. Ja, das finde ich, da bin ich auch für. Hm. Ach, das sind echte Freunde noch hier. Guck mal da. Was? Was sagt er? Keiner kann rein oder raus. Alles cool.
Nichts ist cool. Joker ist unberechenbar. Seien Sie wachsam. Guten Tag. Ja? Glaubst du, er kommt da? Nichts ist cool. So, irgendwo habe ich hier auch so eine Mini-Betthöhle. So. Das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht, wo. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich bin ganz... So, rette Commissioner Gordon. Im Botanischen Garten oder hier in der Arkham Villa? Ich glaube, in der Arkham Villa bestimmt, oder? Rette Commissioner Gordon? Nicht schlecht. So. Ich weiß, hier ist eine Mini-Betthöhle, glaube ich. So, gehen wir mal zur Arkham Villa. Was sagen die Wachen denn hier? Flippen die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Die Aussage. Ich kümmere mich darum. Ach, flippen die Verrückten jetzt aus? Ja! Deswegen sind die bei euch, ihr Spackies. Muss ich jetzt in den Botanischen Garten? Oder muss ich hier irgendwo mich rumstreuen? Ach komm. Hier komme ich wahrscheinlich gar nicht rein. Ich guck mal eben. So, ich bin auf dem Typen hier gelandet. Mal gucken. Ah, ich komme rein. Ja, dann gehe ich jetzt da rein. So, ich gehe jetzt in die Arkham Villa. Hast hier du eigentlich auch eine Switch? Ja, ich habe auch eine Switch. Kannst du mit der Switch auch streamen? Ja, könnte ich machen. Muss ich ganz kurz... Muss ich überlegen, aber prinzipiell spricht da nichts gegen. Das war jetzt nicht... Mach das jetzt bitte. Nein, ich überlege nur gerade, aber klar, müsste gehen. Gar kein Problem. Nee, war nur. Hätte wohl mal. Gibt's ja auch ein paar ganz knuffige Spiele. Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass sie hier bleiben und jeden Versuch, in die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Ja, keiner kommt an ihm vorbei, aber wir auch nicht. Batman starrt in die Leere des Raums und denkt darüber nach, was er für dumme Entscheidungen getroffen hat. Und alles, was dabei rumkommt, ist nur ein Gedanke. Ich bin Batman! Of course I'm Batman. So. Oh, da. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich... Was? Ach Mann, jetzt ruft Oracle an. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außer. Mit so viel Metall am Hintern muss er. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord Arkham geparkt. Oh, bin ich froh, dass sie mir heute noch Energy gekauft. Ich wusste ja nicht, dass. Den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ah, guck mal, Oracle ist super nett und hat uns gezeigt, wo das Batmobil gerade parkt. Das ist doch nett von Oracle. Dann können wir auch einmal zum Batmobil huschen. Jeder so, wie er kann. Aber hier war gerade ein Rätsel. Warte, hier ist ein Rätsel aufgegangen. Ich muss mal kurz... So, was blinkt hier? Oh, drei Stück sogar. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Okay, Gothams großartigste Familie überragt die Stadt. Das kriege ich sofort gelöst. Das sehe ich kein Problem drin. Das wird der Arkham Tower da sein. Der Wayne Tower. Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Das ist schwieriger. Aber also zumindest das mit dem Arkham Tower, mit dem Wayne Tower, das leuchtet mir zumindest ein. So, was ist hier noch? Ist hier noch irgendwas drunter oder so? Kann ich das einfach untersuchen? Nee. Hier ist Officer Green. Wir sind außerhalb der Villa. Hallo! So, da ist... Ups. Da hinten ist das Wayne Enterprise Gebäude. Das müsste es doch schon sein. Soll ich dir mal das Rätsel gelöst. Was? Meine Herausforderung erscheint dem Tempo schlägst du mich niemals. Nochmal bitte. Meine Herausforderung erscheint dem Position im Leben ein. Ja. Soll ich dir den Text vorlesen oder wolltest du? Nö, können wir ja noch ein bisschen rätseln. Müssen noch nicht so ganz alles lösen. Also das erste hier mit dem Wayne Tower, das war ja relativ leicht.
Das zweite habe ich, glaube ich, auch schon eine ganz gute Ansatzidee, wo ich gerade den Friedhof sehe und hier Vergangenheit und so ist hier gründlich begraben. Ja, bei dem zweiten, bei den Herausforderungen, ich gebe dir noch keinen Tipp, mach das ja. Ich weiß ja jetzt. So. Ich kann ja dann. So. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Okay, das haben wir auch. Doch, der Hammer hier. Wupp. Warum auch immer der hier so steht. Der so offen. Naja, ist halt ein offener Typ, ne? So, dass man auf rumlaufen kann. So, wie war der Text von dem dritten Rätsel nochmal? Meine Herausforderung erscheint denen, die die richtigen Positionen einnehmen. Mhm. Mal einen Überblick verschaffen hier. Das ist schon mal eine gute Herangehensweise. Mhm.